Wir sind hier heute beim Austrian Startup Monitor bei der Präsentation und ich habe festgestellt, es gibt schon seit 2017 offenbar immer weniger Neugründungen. Wie interpretieren Sie denn das und welche Handlungsanweisungen leiten sich daraus sozusagen ab? Ja, ich bin froh, dass natürlich die Startups gut durch die Covid-Krise gekommen sind. Auch die Startups waren betroffen. Das hat man auch gesehen, dass sie die unterschiedlichen Unterstützungsmaßnahmen auch teilweise in Anspruch nehmen mussten. Und für ein Covid-Jahr können wir schon sagen, dass es sehr, sehr gut gelaufen ist mit über 235 Neugründungen in diesem Bereich. Das ist ein Impuls, ein Innovationsgeber für Österreich. Und jetzt nach der Covid-Krise erwarten wir auch wieder mehr. Eine Zahl, die auch stark stagniert, ist die Zahl der Gründerinnen. Wir haben zu wenige Frauen in der Startup-Szene, zu wenige Frauen, die Unternehmen gründen, zu wenige Frauen, die Startups wachsen lassen und sozusagen leiten. Warum stagniert denn diese Zahl und warum kommen wir da nicht vom Fleck? Ja, viele Startups sind technologiegetrieben und wir haben generell ein Thema, dass wir zu wenige Frauen im Bereich der MINT-Fächer haben und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass wir generell die Beteiligung von Frauen an diesen technischen Themen steigern müssen und genauso im Bereich der Startups. Deshalb habe ich in Vorbereitung für den Mai entsprechende Maßnahmen zu setzen, bei der AWS zum Beispiel, dass wir entsprechend stärker jene Unternehmen unterstützen, die auch mehr Frauen beteiligen. Und hier haben wir zwei Themen. Wir brauchen mehr Gründerinnen und wir brauchen auch mehr Investorinnen. Die Gremien sind oft rein männerdominiert und dadurch geht das Geld auch oft in Richtung Männer und das muss sich entsprechend ändern. Welche wirtschaftliche Bedeutung hat denn die Startup-Szene für Österreich und für die österreichische Wirtschaft? Ja, die Startups haben eine große Bedeutung in diesem Ökosystem der österreichischen Wirtschaft, spielen sie eine wesentliche Rolle. Und das spiegelt sich wieder bei 25.000 Menschen, die heute schon in den Startup-Unternehmen beschäftigt sind. Und die Startups planen noch viel mehr. Sie planen in den nächsten Jahren mehr als 10.000 neue Arbeitsplätze zu schaffen. Das ist wichtig. Sie sind oft auch ausgelagerte Innovationsstelle für große Leitbetriebe oder für die KMUs und sind daher ganz wesentlich. Und ich freue mich, dass sie so wachsen und so viele neue Arbeitsplätze schaffen. Um diese Arbeitsplätze alle zu besetzen, wünscht sich die Startup-Szene eine bessere Form der Mitarbeiterbeteiligung. Da ist auf der einen Seite die Möglichkeit, steuerlich zu begünstigen, auf der anderen Seite steht eine neue Rechtsform im Raum und da scheint die Verhandlung ein wenig in Stocken geraten zu sein. Was ist denn da der zeitliche Horizont bei der FlexCo oder FlexCup oder wie diese Rechtsform dann heißen wird? Ja, es ist ganz wesentlich, dass wir die Rahmenbedingungen für die Startups laufend verbessern. Das ist uns ja schon gelungen, aber hier ist noch einiges zu tun. Und diese Rahmenbedingungen zu verbessern, ist auch Aufgabe für mich als zuständige Startup-Ministerin. Wir haben zum Beispiel das Budget der FFG verdoppelt und das steht natürlich auch den Startups, die sehr forschungsintensiv sind, zur Verfügung. Richtig ist, dass die neue Gesellschaftsform in Verhandlung ist mit dem Justizministerium. Und da ist mir auch wichtig, dass wir jetzt schneller vorankommen. Die Vorschläge sind recht gut, die da liegen, sind aber noch nicht ausreichend. Aus meiner Sicht müssen wir überlegen, wie wir mit dem Thema Notariatsakt umgehen. In Österreich geht da immer noch einen isolierten Weg. Mir ist wichtig, dass es nicht nur um die Kosten geht, der Gründung, sondern es geht um die Vereinfachung und die Geschwindigkeit. Und das hat die Startup-Szene, allen voran das Startup-Komitee, auch ganz klar dargelegt. Und dafür werde ich mich auch entsprechend einsetzen. Das heißt, die Gespräche gehen weiter und gehen hoffentlich schnell voran. Dann gibt es gerade, wenn es um neue Mitarbeiter geht, noch ein Thema, das der Startup-Szene sehr am Herzen liegt. Das ist die Rot-Weiß-Rot-Card, die noch immer viel zu lange dauert. Was sind da die nächsten Schritte sozusagen? Auf was können wir uns hoffentlich freuen? Ja, mit der Rot-Weiß-Rot-Card können wir Arbeitskräfte nach Österreich holen, aber die gehört verbessert und beschleunigt und da wird intensiv daran gearbeitet. Es sind verschiedenste Ministerien beteiligt und ich kann hier sagen, dass es Verbesserungen geben wird. Aus meiner Sicht ist wichtig, dass das Punktesystem überarbeitet wird und dass es vor allem für die so wichtigen IT-Fachkräfte in der Digitalisierung sind, die ja Voraussetzungen für die Startups, dass es hier Erleichterungen und Vereinfachungen geben wird. Es muss einfacher sein, IT-Personal nach Österreich zu holen und gerade für die Startups ist das ein wichtiger Punkt.
Das ist jetzt gerade ein Riesenproblem. Wie ist denn da, dass ich nochmal nachfragen darf, der zeitliche Horizont? Können wir heuer noch mit Erleichterungen bei der Rot-Weiß-Rot-Card rechnen? Ja, absolut. Das werden wir definitiv schaffen. Die Arbeitsgruppen gehen zügig voran und es ist wichtig, dass hier der Fokus gelegt wird und das ist auch gerade im Laufen. Noch ein letztes Thema, sozusagen die heilige Dreifaltigkeit der Startup-Politik-Forderungen. Finanzierung, da gibt es zwei Forderungen, die auch schon seit Jahren kommen, der Beteiligungsfreibetrag und eventuell ein Dachfonds in Österreich. Ist das denkbar? Haben Sie das gerade auf der Agenda? Ja, es ist richtig, dass wir schon lange gemeinsam auch sagen, dass wir hier den Kapitalmarkt weiterentwickeln müssen. Wo wir sehr gut sind, ist in der Seed- und Pre-Seed-Finanzierung. Das zeigt sich auch bei allen Analysen, bei internationalen Vergleichen sind wir ganz top. Was dann passiert aber ist, dass wir einige Startups verlieren in dieser nächsten Skalierungsphase. Es ist besser geworden. Im letzten Jahr lagen wir bei 57% Finanzierung über den Markt und über Kapitalgeber. Aber es darf noch besser werden und hier auch da müssen wir an den Rahmenbedingungen weiterarbeiten, gemeinsam mit den anderen Ministerien. Kommt ein Beteiligungsfreibetrag? Ich kann jetzt dem Finanzminister nicht vorgreifen. Das liegt in der Verantwortung des Finanzministeriums. Und wir werden hier uns auf jeden Fall vom Wirtschaftsministerium hier einsetzen, dass wir hier auch weiterkommen. Herzlichen Dank.